Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Wir machen weiter auf Dathomir. Letzte Folge sind wir hier angekommen, haben mal kurz geguckt, ob wir unser Lichtschwert immer noch verändern können, haben das auch bestätigt und dann hier abgespeichert. Und jetzt geht's hier weiter. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Birg ein Astrium aus dem Grab von Kujet. So müssen wir jetzt hier durch diese Tür weiter. Hier waren wir bisher noch nicht drin. Und wir haben auch bisher nur 22% der Albtraumruinen erkundet und auch nur eine von vier Kisten gefunden, null Geheimnisse von einem. Natürlich noch ordentlich. Und wir gehen jetzt einfach mal hier durch die Tür durch. Das sollten wir jetzt ja auch können. Meister. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Wieso ohne? Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracker verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Genau, wir wollten jetzt eine Revanche so gesehen haben. Wir müssen jetzt dafür gegen unseren alten Meister jetzt weiterhin kämpfen. Anscheinend haben wir auch gar kein richtiges Leben. Der kann auch die Macht blocken, wie man sieht. Und wie man sieht, stelle ich mich mal wieder extrem gut an. Für Machtangriff wird getan. Ah, stimmt, das müssen wir auch noch machen. Die Waffe, die du führst, gehört mir, mein Schüler. Ich wollte eigentlich jetzt das Doppellichtschwertzeug machen, aber ich glaube, das kriege ich gerade nicht hin. Da, das wollte ich. Aber ist Kraft die Antwort? XXX. Meister, ich werde nie vergessen. Der Verlust ist jetzt ein Teil von mir. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Und vergiss nicht, Beharrlichkeit enthüllt den Pfad. Okay, jetzt können wir weitergehen. Und ich würde sagen, hier speichern wir auch gleich nochmal ab, dass wir auch alles erstmal gesichert haben. So, und jetzt gehen wir weiter. Okay, gucken wir mal kurz auf die Map. Genau, das ist immer noch das gleiche Ziel. Wer ist das? Ich bin dein Tod. Mach ihn fertig. Ich weiß aber noch nicht genau, wie macht man das nochmal mit dem Zeug da? Geht in den Nahkampf. So geht's. Ganz genau habe ich es noch nicht verstanden mit der Steuerung. Ich denke mal, das werden wir bald noch. Wo ziehe ich mich denn bitte zurück? Also auf jeden Fall brauche ich ja dafür Macht für diese Fähigkeit. Ich werde sie alle rächen. Komm, schieß. Nein, aber nicht das. Mit dem kann ich nichts anfangen. Ach komm, dann hau ich einfach ab jetzt. Jetzt egal. Triffst sowieso nicht. Oh, hier ist auch noch ein Echo. Eins der geschenkten Variante. Müsste das eine Geheimnis sein, was uns gefehlt hat? Wir sollten nicht hier sein. Der Ort ist verflucht. Verflucht. Hab keine Angst. Wir haben einen Pakt. Du wolltest nicht deine Magie lehren. Suche nach Macht. Oh nein, ich schon wieder... Du... Wird doch wieder ein Echo? Ein weiteres geschenktes? Meine toten Schwestern. Dieser Mann hat uns Vergeltung versprochen, unter der Bedingung, dass ich ihn unsere Magie lehre. Verzeiht mir. Ich muss zu Malikos halten. Ach, da geht's lang. Merens Pakt. Okay, ich habe die Lücke gerade eben noch gesehen, deswegen habe ich nochmal auf die Karte geguckt, ob wir hier wirklich lang müssen. Auf jeden Fall gut, dass wir da nochmal lang gelaufen sind für die zwei Echos.
Die aber natürlich auch genauso gut verpassen können. Irgendwie erinnere ich das hier gerade so ein bisschen an Oricon. Du kehrst also zurück. Mutig. Aber nicht weise. Ja, vielleicht. Mary, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal. Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Ja, das würde ich auch sagen. Dort liegt viel. Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Und welche? Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So wie wir. Genau. Ein Freund. Und von Dunkelheit umhüllt. Hat hier schon wieder irgendwas versteckt. Da gehe ich zuerst lang. Immer erst gegen den Strom. Genau, hier ist wieder ein Echo versteckt. Schönes Versteck. War natürlich auch sehr einfach, aber die Verstecke waren ja allgemein bisher sehr einfach hier. Ein Massaker. Mord an den eigenen Leuten. Für versprochene Macht. Oh, da hinten gibt es einen Kampf. Begräbungsstätte. Ich glaube, dieser Typ hier, den kennen wir doch noch. Cal Kestis. Malikos. Willkommen daheim. Bist du hier, um zu trainieren? Was in diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich? Dass du den Tod riskierst. Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Kerl. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen? Oh, du armer Narr. Es ist vorbei. Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Erstickt von der Tradition. Ertaubt durch unseren vergangenen Ruhm. Erblindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Datomir dein Grab sein. Oh, rot. Okay, und dass hier ein Kampf kommt, war mir eigentlich schon fast klar, deswegen habe ich es eigentlich gerade schon angedeutet. Zurück, Jedi! Verdammt, das wollte ich eigentlich nicht. Ich bin nicht geheilt. Das ist ein bisschen doof. Glückstreffer! Ah, genau. Mit dem Zeug können wir natürlich wieder treffen. Yeah.
Okay, wir haben natürlich 3 Medipacks, das sollte eigentlich ausreichen. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Hat Cole keinen Block Ausdauer mehr, ist der vorübergehend betäubt und verwundbar, das weißt du auch. Anscheinend ist das wohl die einzige Fähigkeit, die gegen den Schaden macht. Dass wir ihm dann seine Block Ausdauer klauen. Und runterschubsen sollte er mich natürlich auch möglichst auch nicht. Weil diese Doppel-Lichtschwert-Attacke ist, oder 2-Lichtschwert-Attacke ist, glaube ich, wirklich die einzige, die effektiv ist. Es war falsch, dich an meiner Seite zu wählen. Stopp, Welpe! Ihr habt kein Recht auf Datomir. Kein Recht auf unsere Magie. Steh auf, Cal Kestis. Noch bist du nicht tot. Oh, jetzt kriegen wir anscheinend auch noch Hilfe von den Schwestern der Nacht. Es mangelt dir an Raffinesse. Du wirst mich nicht besiegen. Ich werde so vieles nicht können, aber das werde ich auf jeden Fall, weil du gehst mir nämlich auf den Sack. Zu langsam. Ja, verdammt, das war wirklich zu langsam. Jetzt sterbt ihr, Malikos. Kurz hochgehalten. Weil da waren wir ja die Skanzen, die auch benutzen. Du kannst dem Tod nicht ewig entgehen. Verdammt, ich vergesse jedes Mal, dass es nicht so geht. Jetzt geht's. Jetzt können wir ordentlich den Schaden raushauen. Jetzt können wir es. Komm. Komm! Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Zack. Was soll das? Wie ihr schon sagtet, Malikos, Datomir wird euer Grab sein. Nein! Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen, bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Okay, ich wusste, er führt nichts Gutes im Schilde, haben wir jetzt gerade geschafft. Thornmalkos besiegt. Mehrere Einträge haben wir jetzt auch bekommen. Und anscheinend haben wir jetzt ja auch einen Speicherpunkt direkt mal gekriegt. Den werde ich natürlich auch direkt mal aktivieren, dass wir erstmal hier nicht nur alles nochmal neu machen müssen. Okay, einen Punkt, ich denke mal, das reicht sowieso nicht aus, von daher können wir direkt wieder rausgehen hier. Und dann können wir direkt mal hier nochmal, können wir mit ihr nochmal reden, ja. Was bist du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium, das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden. Alles klar. Aber es erscheint jetzt hier ein Begleiter hier. Die gute Schwester der Nacht. Weiß, wie kommen wir jetzt weiter? Wir müssen in diese Richtung. Achso, da ist ein Weg. Der war nicht auf der Karte gezeigt. Okay. Dieser Ort. Grauenhaft. Kommt die jetzt nur so hinterher? Oder wie kommt die? Kommt die jetzt überhaupt mit? Die Leute sind immer noch da hinten stehen. Ja, bleibt sie auch. Okay. Hier ist alles so rot. Okay, was ist hier? Hier ist aber was zum Scannen. Die Herrschaft des weisen Quiet. Was haben wir hier?
uns endlich gefunden. Ja. Es ist wahr. Meryn, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin. Was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört? Nein. Aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Und jetzt bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich gehe mit dir. Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Ja. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Ich auch. Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Tja, dann machen wir das. Okay, haben jetzt anscheinend die gute Bürgerin Astrid aus den Graben geschafft, einen Neuanfang. Die gute Merlin oder wie auch immer die hieß, haben wir jetzt anscheinend als Begleiter hier. Läuft uns zwar nicht hinterher, aber ja gut. Okay, wir haben auch das Gebiet hier vollständig erkundet. Und haben auch anscheinend alle Geheimnisse hier geholt, wie es aussieht. Ich weiß mal nicht genau, was sie mit Geheimnissen meinen. Ob das jetzt die Echos sind oder halt was anderes. Und jetzt haben wir noch kein neues Ziel, von daher gehe ich einfach mal wieder zurück, weil wir haben noch 5 Minuten für die Folge. Jetzt haben wir ein neues Ziel. Wir müssen anscheinend öffne das alte Gewölbe auf Bogano. Ah, Bogano, das war dann so erster Planet, wo wir waren. Also wie gesagt, als erster Planet zähle ich nicht dieses Tutorial-Gebiet da mit dem Zug, das zähle ich nicht als erster Planet, ich zähle als erster Planet wirklich dieses Bogano. Können wir erstmal hier speichern. Es geht nicht nach vorne, ja, ich weiß, ich will abspeichern. Hast du die vorhin auch angehoben? Ja. Ich wollte sehen, wie du mit Malikos fertig bist. Als Prüfung? Glückwunsch. Du hast es dann. Ich weiß immer noch nicht, wie die heißt. Ich vergesse es wirklich jedes Mal ihren Namen. Ich vergesse jedes Mal den Namen von dieser Schwester der Nacht. Jedes Mal. Was mache ich da bitte? Aber ist egal. Was ist das hier bitte? Ich meine, irgendwie stelle ich mich bei dem Viech gerade so bescheuert an. So, jetzt aber mit doppeltes Schwert, dann hier geht's doch auch. Okay, ich denke mal, diese Folge gehen wir jetzt erstmal noch zurück zum Schiff. Das soll es erstmal alles sein für... Diese Frau, mit der du reist. Meryn heißt sie. Woher warst du von ihr? Ich habe deine Gefährten gesehen. Malikos befahl, sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Sie... Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Oh! Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Dass sie so plötzlich vor mir stand. Wir treffen uns bei deinem Schiff. Ja, du brauchst nicht dauernd von mir auftauchen. Und auch hier können wir nochmal speichern. Perfekt, machen wir das doch gleich. Man sollte immer so oft wie möglich speichern in diesem Spiel. Weiß nie, wann das Spiel mal abstürzt oder man stirbt. Durch was auch immer. Da muss man wieder zurück. Auch wenn das jetzt hier kein schwieriger Weg war, aber die Gegner will ich trotzdem nicht nochmal besiegen. Das will ich mir dann doch lieber selbst ersparen. Okay, raus hier. Der andere Typ ist eigentlich auch wieder da, dieser kopfgängige Typ? Nee, das wäre auch ein bisschen peinlich gewesen, wenn die jetzt wieder da gewesen wären.
Unser Schiff ist ja irgendwo da hinten. Das war gegen diesen Typ, der hier ja stand. Das war ja der Typ, den wir besiegt haben. Auch irgendwann kämpft, das war mir eigentlich von Anfang an klar. Weil das einfach zu offensichtlich war. Sag ich jetzt mal. Also, wo geht's zurück? Ich glaube da. Oh, was bist du denn für eine? Wo greifst du mich denn an? Ich dachte, wir sind Freunde. Du anscheinend nicht. Wo muss ich denn überhaupt nochmal lang? Ich war ja schon so oft und vergesse trotzdem jedes Mal, wo ich lang muss. Ja, natürlich auch einiges noch unerkundet, wie da unten sieht man es ja zum Beispiel. Aber das werde ich jetzt einfach mal weglassen, genauso wie auch das Teil hier. Da können wir aber noch gar nicht hin anscheinend. Das muss anscheinend von unten irgendwie freischalten, hier dieses Fahrstuhlteil da. Wo muss ich überhaupt lang? Ich glaube, ich muss da reingehen. Ah, da muss ich lang. Stimmt, wir kommen ja von da. Tschüss. Den Speicherpunkt, den nehme ich auch gleich wieder mit. Ist noch gleich am Anfang. Die könnten mich da ja eh nicht drauf besiegen. Und wenn ich mich ausruhe, werden sie eh resettet. Wie wird es jetzt wie Jedi meditieren kann, wenn er gerade angegriffen wird? Na, warum greifen die mich denn jetzt an? Das ist doch doof. Ich dachte, wir und die Schwester danach sind jetzt Freunde. Aber anscheinend wirklich nur diese eine. Wenn das auch welche sind, diese Viecher, die mich da angreifen. Aber eigentlich müssten es auch welche sein. Na, so egal. Wir müssen jetzt zurück zu unserem Schiff. Und das ist das Einzige, was wir jetzt beachten müssen. Die Kiste haben wir ja mittlerweile auch geöffnet. Keine Macht mehr, aber ist nicht so schlimm. Die Gegner werden wir auch so noch fertig. Fähigkeitenpunkte aber auch noch erhalten. Und jedes Mal denke ich, dass da oben Gegner steht bei dieser Flagge. Die Abkürzung ist ja auch noch freigeschaltet. Ich will mal freigeschaufelt sagen, aber was heißt ja freigeschaltet? Also mich frage, ist im Schiff auch irgendwo ein Speicherpunkt? Ich würde dann nämlich auch gerne die Folge beenden. Gut, gehen wir erstmal ins Schiff rein, wir müssen ja noch nicht losfliegen. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease? Das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Naja, mögen. Das waren Anführungsstriche. Ich verstehe nicht, was du sagst. Ja, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Ich verstehe auch nicht, wie man das verstehen kann. Eine neue Verbündete. Okay, die Frage ist, gibt es hier irgendwo einen Speicherpunkt? Das würde ich jetzt gerne mal sehr begutheißen, sage ich jetzt mal. Tatsache, gibt es tatsächlich einen Speicherpunkt. Das habe ich hier bisher nie gesehen. Das ist ja peinlich. Ich habe bisher noch nie gesehen, dass hier ein Speicherpunkt ist. Oder ich habe es vergessen. So, jetzt kann mich nicht daran erinnern, dass ich hier irgendwas immer war. Ja gut, aber wir haben ihn bisher noch nie gebraucht, hier den Speicherpunkt. Von daher, egal. Okay, was gibt es? Gibt es irgendwas, was sich leicht aktivieren lässt? Ja, ich nehme mal das hier, weil das hört sich auch ganz interessant an. 3 und 2 sollte ich noch hinkriegen. Warte, gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Ach du Kacke, das ist ja wie hier... Die Versammlung bei sonst was. Guck mal, hier gibt es sogar auch noch eine Werkbank. Ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube, da unten kommen wir nicht hin. So ein bisschen wie ein SW-Tor hier, so ein bisschen aufgebautes Schiff. Mit Speicherpunkt und hier noch was zum Aufbauen und sowas alles. Und halt allem möglichen Scheiß. Gut, aber ich sage, beenden wir hier an der Stelle die Folge. Ich kann mich leider wieder hier nicht umdrehen. Von daher, euch eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit euch sein.